Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Matthew Ward durch Susie Ward. Channeling vom 13. Februar 2018. Übersetzt von Martin Gadot. Anhaltspunkte für den Wandel. Vorurteile. Gebet, Meditation. Kollektive Energie, Bewusstsein. Geheimagenten. Freier Wille. Galaktische Kriege. Lucifer. Mit liebevollen Grüßen von allen an diesem Ort. Hier ist Matthew. Wir geben hier Kommentare eines Lesers wieder, die die Empfindungen vieler Menschen ausdrücken. Matthew und andere Botschafter sagen, dass das Licht die Welt verändert. Ich sehe keine Anhaltspunkte, die das untermauern. Die angeführten Situationen. Untereinander zerstrittene Nationen, politische Richtungskämpfe in den Regierungen, Missverhältnis zwischen Reichen und Armen, brutale Regime, willkürlicher Terrorismus, Angst vor Cyberspace und nuklearem Krieg. Diese Situationen gehören immer noch zu eurer Welt, weil sie ihren jeweiligen Energieverlauf immer noch nicht abgeschlossen haben. Wie sehr wir uns doch wünschen, ihr könntet diese Anhaltspunkte sehen, die wir sehen. Das Licht schwächt kontinuierlich die Stabilität der Energiestreamer dieser und aller anderen negativen Situationen. Liebe Familie, wir wissen um eure Ungeduld, endlich unmissverständliche Zeichen dafür erkennen zu können, dass die Missstände der dritten Dichte ihrem Ende entgegensehen. Und ihr werdet das erleben. Während das Licht weiterhin eure Welt aus allem herausreißt, was auf Finsternis beruht, und diese Finsternis schwächt, ist die Standhaftigkeit von euch Lichtarbeitern für euch und die Erde sehr hilfreich. Bitte fragt Matthew, warum rassistische und religiöse Vorurteile zurzeit im Aufsteigen begriffen sind. Sollten sie mit dem intensiver werdenden Licht nicht eher abnehmen? Diese Erscheinungen sind jetzt nicht verbreiteter als früher. Nur wird deren überkommende Destruktivität jetzt ans Licht gebracht, damit die Wunden, die sie der Zivilisation zugefügt hat, jetzt geheilt werden können. Vorurteile sind nichts Angeborenes. Sie wurden über Jahrhunderte von einer Generation zur nächsten sorgfältig weitergegeben. Und die Spaltung, die sie verursacht haben, war die große Verbündete der Dunkelmächte in deren Kontrollherrschaft über die Massen. Doch auch wenn Vorurteile sich mit Attitüden der vermeintlichen Überlegenheit gegenüber Leuten zum Ausdruck bringen, die anders aussehen, andere religiöse Überzeugungen haben, ein anderes soziales, kulturelles oder ethisches Erbe und eine andere Philosophie haben, spielt da in Wirklichkeit ein Gefühl der Unsicherheit mit, eine Furcht vor der Andersartigkeit. Attitüden verändern sich. Und da die Frequenzen sich immer weiter erhöhen und das bewusste und geistig-spirituelle Gewahrsein erweitern, werden alle schließlich dahinter kommen, dass jeder unter ihnen schon einmal Lebenszeiten durchlebt hat, in denen sie sich minderwertig unterlegen fühlten. Sie werden die Einheit aller erkennen und die Bevölkerung wird geeint werden in Bestrebungen, Träumen und Liebe zu jener Familie, der alle gemeinsam angehören. Ich kann nicht mehr an Friedenskundgebungen teilnehmen und habe auch nicht das Geld, für solche Organisationen zu spenden. Kann das Beten für Frieden einen Beitrag zu diesen wichtigen Bemühungen leisten? In der Tat, es kann. Euch wurde beigebracht, dass Beten aus Wiederholen von Worten aus religiösen Büchern besteht oder im Bitten Gottes, unter welchem Namen auch immer, um etwas Spezifisches. Oder im Dank für etwas, was ihr empfangen habt. Das Gebet ist aber wesentlich mehr. Es ist euer beständiges Denken und Fühlen. Oft genug haben wir gesagt, dass Gedanken und Gefühle Energie sind. Dass die universelle Gesetzmäßigkeit der wechselseitigen Anziehung
sich mit gleichartigen Energien innerhalb des kollektiven Bewusstseins verbindet und diese zu euch zurückbringt. Wenn es ein Gebet für den Frieden ist, geht dessen Energie hinaus und kehrt mit noch mehr von der gleichartigen Energie zurück und trägt so zu der Fülle bei, die den Frieden auf die Erde bringt. Und wir haben auch gesagt, dass Frieden in der Welt mit dem Frieden in uns selbst beginnt. Wenn solchen hohen Schwingungen hinausströmen und sich mit gleichartiger Energie vereinen, ist der Effekt der sich weiter ausbreitenden Schwingungswellen unermesslich. Wir möchten hinzufügen, dass auf der ganzen Welt die Zahl der Gruppen, die Meditationssitzungen abhalten, immer mehr zunimmt. Wenn Gemüter und Herzen gemeinsam auf Frieden fokussiert sind, auf Freundlichkeit zu Tieren, auf internationale Harmonie, gegenseitigen Respekt, Bewahrung der Umwelt, auf Wohlstand für alle, was auch immer ihr euch für eure Welt wünschen mögt, die Energie wird in exponentiellem Umfang vergrößert und bringt die Manifestation dieser Ideale mit jedem Tag näher. Der Wert von Gebeten und aktiver oder ortsferner Beteiligung an Meditationsgruppen kann nicht genug betont werden. Wir erhielten auch recht unterschiedliche Anfragen zur kollektiven Energie. Könnte die Kombination aus globalen Besorgnissen über Nordkoreas nukleare Bedrohung, über andere feindselige Länder mit Nuklearwaffen, über die Pläne der USA, ihr Waffenarsenal noch zu erweitern, sowie die allgemeinen Äußerungen bezüglich eines Nuklearkriegs stärker sein, als die Fähigkeit der ETs, die Explosion gestarteter Sprengköpfe zu verhindern? Nein. Das Licht in Gaias Wunsch für die Erdbewohner, harmonisch miteinander und mit der Natur leben zu können, sowie der Wunsch der Bevölkerung nach einer sicheren, friedlichen Welt, ist weitaus größer als die kombinierte Energie aus Gedanken und Rhetorik über Nuklearwaffen oder Nuklearkrieg. Und es besteht keine Intention, einen derartigen Krieg zu beginnen. Darüber hinaus ist es so, weil der Schöpfer verfügt hat, dass es keine nuklearen Explosionen im Weltraum geben soll, haben die Crews an eurem Himmel das technologische Potenzial, die simultane Fehlfunktion von Sprengköpfen zu verursachen, die eventuell gestartet werden, zusammen mit allen übrigen, die noch irgendwo auf dem Planeten gelagert sind. Sind Maulwürfe Doppelagenten der Illuminati in allen Geheimdienstagenturen? Warum sollte jemand einen derart gefährlichen Job ausüben? Die Illuminati haben Agenten in den Geheimdiensten aller Länder, um korrekte Informationen an Personen in höheren Rängen weitergeben zu können. Oder, falls so angeordnet, ahnungslose Quellen mit Falschinformationen zu beliefern. Einige dieser Agenten sind Maulwürfe, andere wiederum, die in einer solchen Stellung dienen, sind keine Illuminati. Was nun alle Doppelagenten betrifft, so machen einige diesen Job, weil sie bestochen oder erpresst wurden. Oder weil die Sicherheit ihrer Familie bedroht wurde. Das sind die Rekrutierungstaktiken der Illuminati. Und einige sind dermaßen verärgert über die Politik ihrer Regierung, dass sie ihre Dienste einer anderen Regierung anbieten. Die meisten handeln aus Patriotismus und Liebe zu ihrem Land. Es kommt der Tag, da wird das Ausspionieren und Überwachen von Privatpersonen nur noch ein Kapitel in euren Geschichtsbüchern sein. Bitte frage Matthew, wenn Gott uns doch den freien Willen gegeben hat, warum hat er dann den Anunnaki und den Kabbalisten erlaubt, unsere aus unserem freien Willen getroffenen Entscheidungen substanziell so sehr einschränken zu dürfen, dass wir eine nur begrenzte Freiheit haben, und ihre Wirtschaftssklaven sind. Einige Personen missbrauchen ihren freien Willen, um einzuschränken, was andere tun können. Doch niemals kann sich jemand störend in das einmischen, was ihr denkt oder fühlt. Und auch nicht eure Reaktionen auf irgendeine Situation einschränken. Abgesehen davon hat der Schöpfer jeder Seele im Kosmos die Gabe des freien Willens und dessen innewohnende, manifestierende Tüchtigkeit geschenkt, und Gott und auch die Herrscher der anderen Universen sind an dieses kosmische Gesetz gebunden, die aus freiem Willen getroffenen Entscheidungen aller Seelen in ihrem jeweiligen Universum zu achten. Seit uralten Zeiten haben Seelen in diesem Universum
diese ihre Gabe aber auch benutzt, um die Freiheit und das wirtschaftliche Wohl zahlloser anderer zu schmälern. Als meine Mutter Gott einmal fragte, warum er dies zugelassen hat, war dies seine Antwort. Über allem anderen steht das Schöpfergesetz des freien Willens. Und wenn jemand dieses missbraucht, um anderen zu schaden, kann ich mich nicht einmischen. Daraus ergibt sich, dass ich nicht nur exakt die schmerzende Handlung des Ersteren spüre, sondern auch genauso den Schmerz des Geschädigten. Ich kann keinem Leiden von Menschen oder anderen Lebensformen irgendwo im Universum entkommen. Genauso wie ich keine Freude von irgendjemandem nicht erfahren kann. So ist dies also keine Frage meines Erlaubens dieses Ausübens des freien Willens, wie du siehst. Eure Regierungen sollten sich ihrer selbst schämen, wirklich. Denn sie hinken erheblich hinterher, was die eingeleitete Zeitphase universeller Wahrheiten betrifft. Und sie halten immer noch andere Lebensformen davon ab, während ihrer Verkörperung in ganzer Fülle spirituell aufblühen zu können. Kurzum, ihr werdet darum betrogen, aus euren Wahlmöglichkeiten lernen zu können, weil eure Regierungen viele Wahrheiten unterdrücken. Das gleiche gilt für eure Kirchenführer. Die Erde in ihrem gesamten Selbst ist betrübt über die individuelle Langsamkeit ihrer Bewohner, besonders im Hinblick darauf, wie ihr einander und die Tiere behandelt. Ist ein erhebliches Hinterherhinken der zurzeit verkörperten Seelen hinter dem Zeitrahmen zu beklagen. So sagst sogar du, dass buchstäblich Milliarden Seelen den aus freiem Willen einiger weniger machtvoller Leute getroffenen Entscheidungen zum Opfer fallen? Oh nein, das ist nicht das, was ich sage. Und es ist nicht das, was ich gemeint hatte. Es wurde in dem Moment unterbrochen, als du anfingst, das von dir Aufgenommene niederzuschreiben. Seelen, nicht Körper. Das ist hier der richtige Begriff, Susi. Ja, vieles von dem, was da vor sich geht, ist nicht das, was ursprünglich vereinbart war, sondern da wurden auf Seelenebene Anpassungen vorgenommen. Jene Leute, die da wahrlich andere schikanieren, opfern, wie du sagst, aber nicht ihren ursprünglichen Abmachungsprozess gemäß leben, wie ich sage, opfern in Wirklichkeit nur ihre eigene Seelenevolution. Diejenigen, die du als deren Opfer betrachtest und die aufgrund der aus freiem Willen getroffenen Entscheidungen der wenigen Peiniger nicht gemäß ihrer ursprünglich gewählten Lektionen weiterkommen können, machen in ihrem Seelenwachstum dennoch einen großen Sprung vorwärts. Nachdem sie ihr verkörpertes Leben hinter sich gelassen haben, sei es auf dem Planeten oder jenseits davon. Aber natürlich erkennen sie dies nicht bewusst. Dieser Textauszug aus einem Kapitel in Illuminations for a New Era wurde 1998 übermittelt. Danke, Mutter. Nun, Gott tut, was ihm gestattet ist. Er achtet Gaias freien Willen und ihre Entscheidung, dass alle Seelen auf ihrem planetaren Körper frei leben und in gleichem Maße am Überfluss der Erde teilhaben können sollen. Um ihnen dabei zu assistieren, dies zu erreichen, hat er machtvolle, spirituell entwickelte Zivilisationen bevollmächtigt, massives Licht zur Erde auszustrahlen und Freiwillige aus jenen Zivilisationen autorisiert, sich auf dem Planeten zu verkörpern und der Bevölkerung dabei zu helfen, zu erwachen. Seit Gaia vor mehr als 8 Jahrzehnten linearer Zeit diese ihre Entscheidung zum Ausdruck gebracht hat, hat das Licht auf dem Planeten stetig zugenommen. Und jene Leute, die bereits aufgewacht sind, nutzen ihren freien Willen, um das zu erschaffen, was sie erschaffen möchten. Eine friedliche Welt in Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle. Es mag zuweilen der Eindruck herrschen, als ob dies alles im Schneckentempo vorankommt, doch die spirituelle und bewusstseinsmäßige Evolution der Erdenzivilisation kommt in diesem Universum mit beispielloser Schnelligkeit weiter voran. Oft wird gesagt, dass die Dunkelwesen in den höheren Dimensionen der vierten Dichte und höher nicht existieren können. Wenn dies der Fall ist, wie sollen wir dann die galaktischen Kriege verstehen, von denen oft die Rede ist? Und die Existenz der gefallenen Engel und Luzifers. Im Falle jener Kriege bezieht sich die Dichte auf eine Lokalität, nicht auf einen geistig-spirituellen Entwicklungsstatus. Individuen und Zivilisationen können hochentwickelt sein in ihrer Intelligenz und technologischen Entwicklung,
haben aber damit noch nicht mehr Licht als jene Funken, der ihre Lebenskraft ist. In einigen Energieebenen im zeitlosen Kontinuum werden solche Kriege immer noch geführt, in anderen Ebenen wiederum wird dieses Kriegstreiben reduziert und in wieder anderen Ebenen leben ehemalige Kriegstreiber friedlich zusammen. Einige vorübergehend, andere äonenlang, nach eurem Konzept von Zeit. Die Zeitlosigkeit hat zu widersprüchlichen Theorien über Luzifer geführt. Jener Erzengel Luzifer, der im Zuge des ersten Ausdrucks des Schöpfers seiner selbst mit ins Dasein kam, bleibt weiterhin pure Liebeslichtenergie wie von Anfang an. Zur gleichen Zeit entwickelte er und andere Engelwesen die Idee, die Schöpferenergie dazu zu benutzen, Materialien zu entwickeln, um Lebensformen daraus zu erschaffen. Und auf einer anderen astralen Ebene beginnen sie mit jenen Materialien zu experimentieren. Dies ist die Einführung der Dichte. Simultan erschaffen sie auf anderen Ebenen intelligente, emotional halbtierische, halbmenschliche Kreaturen und grausame oder wohlmeinende Drachenwesen auf dem Land und in den Meeren. Und dadurch, dass sie dies tun, ersinnen sie dichtere Energie, der sie selbst verfallen, und entfernen sich damit weiter von ihren Anfängen im Licht. Und dadurch, dass sie sich weiterhin daran entzücken, diese langlebigen, miserablen Kreaturen zu erschaffen, die auch in euren mystischen Überlieferungen Einklang fanden, erschaffen Luzifer und sein Gefolge immer dichtere Energie, in die hinein sie sich selbst erniedrigen und die zuweilen als luziferische Energie erwähnt wird. Und im selben Moment, in dem all das hier oben erwähnte in Myriaden unterschiedlicher Schwingungsenergieebenen geschieht, erkennen Luzifer und manche der Engel, die mit ihm gefallen sind, den Irrtum ihrer Wege und befinden sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Rückkehr zum Licht. Geliebte Schwestern und Brüder, nichts in diesem Universum geschieht nur auf die eine oder andere Weise oder geschieht zu einer oder einer anderen Zeit. Alles ist jetzt. Und alles beeinflusst überall alles andere. So weitreichend ist jeder eurer Gedanken, jedes eurer Empfindungen, jede eurer Taten. Doch die Funktionsweisen des Universums sind einfach. Einzig innerhalb der niederen Bewusstseinsebenen erschaffen die Völker Kompliziertheit und Verwirrung und missbrauchen so die Gabe des freien Willens. Mit der Weiterentwicklung geht das Erfahren des Lebens in der Art und Weise einher, wie der Schöpfer es beabsichtigt hatte, als das Leben alle Seelen gebar, nämlich göttlich. Einfach, indem ihr das seid, was ihr seid. Einzigartige, unversehrte, ewige Seelen, erschaffen aus Liebeslichtenergie, unabhängig und dennoch untrennbar verbunden mit allen anderen Seelen im Kosmos. Liebe und Frieden. Suzanne Ward.